sollen es werden. Lass uns mal kurz allein. Hat dir das Haus ein Glück gebracht? Fuck, Alter. Bist du zum ersten Mal hier seit damals? Ja, seit der Beerdigung. Boah, ist das lange her. Ich freue mich. Sieht cool aus. Ich will doch nur mal gucken, ob das eine richtige nordische Nudel ist. Mann, ich hab euch so vermisst, ihr Arschlöcher. Wisst ihr das? Sag mal, ist eure Mutter eigentlich noch im Gefängnis? Du romantisierst sie total, Mann. Sie hat uns wieder allein gelassen. Ich hab doch am besten mitbekommen, wie es Volker ging. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich hab euren Vater ganz böse angeschaut. Wir holen Mama ab, oder? Ich würde nicht mal auf ihre Beerdigung gehen. Aber warum bist du dann hergekommen? Weil ich das Haus verkaufen will. Fühlst du dich denn als Opfer? Natürlich. Aber ich heul deswegen nicht rum. Ich will halt nach vorne blicken. Ey, wenn das hier unser Abschluss ist, ne? Dann möchte ich auch noch einen letzten Kuss haben. Volker, ey. Also einen richtigen. Jetzt machst du hier einen auf großer Bruder. Kannst du dir nicht vorstellen, dass mich das nervt? Jeder muss irgendwie klarkommen. Auch Volker. Manchmal ist es einfach nicht möglich, sich mit eigener Kraft aus diesen Mustern zu befreien.